Vater ist auch was Schmerzhaftes hier. Aber die Technik macht es ja möglich, dass man kann. Ja, das ist Vater. Dein Vater. Grüße doch mal. Ja. Erste Reihe. Kriegst Promi-Bonus heute. Ja, ausnahmsweise. Genau. Was ist denn hier? Der war ja sonst nicht auch bei der Fett. Ich werde sicherlich nachher noch mal ein paar Interviews machen. Ich möchte jetzt auch nicht. Genau, das müssen wir machen, ja. Du musst gewinnen. Hey, na? Wo bist du denn am Rad hier? Nee, knapp hier, ne? So, bevor wir loslegen, bitte alle noch mal kurz herzlich willkommen zur Trainingsweltmeisterschaft. Heute 9. Lauf, vorletzter Lauf. Wie immer fahren wir ein Trainingsrennen jetzt noch 40 Minuten. Die letzte Runde wird wie immer angekündigt. Und auch wie immer gilt, nehmt Rücksicht aufeinander, es ist nur ein Trainingsrennen. Das heißt, ihr sollt alle wieder gesund ins Ziel kommen. Viel Spaß heute Abend auf jeden Fall. Wir haben heute Abend einen prominenten Gast im Starterfeld. Ich glaube, die meisten haben es schon gesehen. Wir freuen uns sehr, dass der Max Waldscheid heute da ist. Herzlich willkommen, Max. Danke. Sind mal gespannt, wie sie sich auf dem Crosswalk spielen. Bin ich auch. Eine Ankündigung vielleicht noch. Ihr habt sicher gesehen, wir machen auch noch ein Crossrennen am 18. Dezember. Ihr könnt euch noch bis Sonntag anmelden. Danach sind nur noch Nachmeldungen möglich. Ist dann ein bisschen teurer. Sag Bescheid, Stefan, wenn du soweit bist, okay? Thank you.
sind wir da gekommen. Komme, sondern ich nehme das ernst. Ich glaube, man hat es auch gesehen. Ich habe mir schon gut gegeben, um hier einen guten Trainingsreiz zu setzen. Und das war ein guter Tag. Ich möchte jetzt hier auch ungern Sturz produzieren. Also erstmal vielen Dank noch an die anderen Teilnehmer, die da auch mir es leicht gemacht haben und Platz gemacht haben. Aber jetzt im normalen Rennen hält man da vielleicht ein bisschen mehr rein. Aber heute ging es ja darum, dass da jeder auf dem Rad bleibt. Dann möchte ich auch nicht, dass irgendjemand anders stürzt. Insofern kann man dann da mal ein bisschen zivilisierter durch die Kurven fahren. Aber gerade am Anfang, als ich freie Fahrt hatte, da habe ich schon jedes Korn auf die Strecke geworfen. Also Profi durch und durch und nimmt, wie gesagt, auch Rücksicht auf die Jüngeren. Vielleicht nochmal eine Frage, wie es denn jetzt weitergeht. Stichwort Trainingslager. Ja ich fliege am 12. nach Spanien. Das ist ja normale Trainingslager im Dezember. Wir sind in der Nähe von Denia, südlich von Valencia auf dem spanischen Festland. Und dann mache ich ideale Trainingsbedingungen. Im Januar geht es dann wieder ins Trainingslager. Und im Februar startet die Saison schon wieder. Insofern ist jetzt wirklich an der Zeit, in Form zu kommen, weil allzu lange dauert der Winter für uns nicht.